Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was verschachtelte Funktionen im Microsoft Excel sind und wie du diese anwendest. Wie du hier siehst, befinden wir uns in unserer Beispielsarbeitsmappe mit den fiktionalen Datensätzen. Diese kannst du ebenfalls nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was verschachtelte Funktionen in Microsoft Excel eigentlich sind. Microsoft Excel bietet eine breite Palette an Funktionen, welche man verwenden kann. Diese Funktionen kann man einzeln verwenden, aber auch in verschachtelten Funktionen. Das heißt nichts anderes, als dass man Funktionen in anderen Funktionen einbinden kann. Ich zeige dir das nun an Beispiel einer Wenn-Funktion und Summen-Funktion. Was diese beiden Funktionen sind, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung zu finden. Wichtig hierbei ist, das Prinzip der verschachtelten Funktionen ist immer gleich. Du verwendest eine Funktion und hast eine andere Funktion dann, die du dazu brauchst. Ein anderes Beispiel ist ebenfalls die Index- und die Vergleichsfunktion. Gut, kommen wir nun zur Anwendung. Wir befinden uns hier im Arbeitsblatt der fiktionalen Datensätze von einem Lager. Das heißt, wir haben hier verschiedene Artikel mit Artikelnummer, dem Bestand und dem Preis in Region 1 und in Region 2. Nun möchten wir in unserem Beispiel herausfinden, wenn ich hier Region 1 eingebe, was die Summe aller Bestandsartikel ist, sprich vom Preis her. Und wenn ich hier eine 2 eingebe, was die Summe hiervon ist, sprich von Region 2. Wir verwenden hierzu die Wenn-Funktion und gehen hier in diese Zelle und beginnen mit den verschachtelten Funktionen ganz normal mit der ersten Funktion in unserem Fall. Die Wenn-Funktion, das heißt, wenn das hier ist das, dann soll das passieren, ansonsten das andere. Nun machen wir bei der Wenn-Funktion den Wahrheitstest, schreiben hier rein, wenn F10 ist gleich 1, machen ein Semikolon und sagen, dann soll das passieren. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir die Summen-Funktion mit einbinden. Wichtig hierbei ist, wir machen nun hier kein Ist-Gleich-Zeichen, das heißt, bindest du eine andere Funktion in eine Funktion ein, streiche einfach das Ist-Gleich-Zeichen. In unserem Fall schreiben wir jetzt hier Summe rein, machen die Summenfunktion mit unserem Bezug, sprich wenn das 1, dann soll er die Summe davon erstellen, Klammer zu, Semikolon und was soll jetzt passieren, wenn es falsch ist? Und jetzt mache ich noch eine Wenn-Funktion, das heißt, ich streiche wieder das ist gleich, schreibe wieder wenn rein, Klammer auf, wenn jetzt F10 ist gleich 2, dann soll das passieren, wieder die Summenfunktion, Summe, Klammer auf, von Region 2. Nun mache ich hier die Klammer zu für die Summe, die Klammer zu für die zweite Wenn-Funktion und die Klammer zu für die dritte Wenn-Funktion. Du siehst hier schon, dass hier die Klammer zu farblich passend getrennt sind zu den jeweiligen Funktionen. Auch jetzt, wenn du hier eine Klammer vergisst und trotzdem auf Enter drückst, erkennt Excel das und passt das nun an, dass hier eine dritte Klammer rein soll. Drücken wir auf Ja und nun haben wir hier eine Funktion gebaut, die sich anhand dieser Zelle orientiert, ob 1 oder 2. Ich überprüfe das Ganze, schreibe hier die 2 rein und wir sehen hier, dass nun diese Summe ausgespielt wird. Das Prinzip der verschachtelten Funktionen ist wie gesagt immer gleich. Man beginnt mit der Hauptfunktion und fügt die Unterfunktion ohne Ist-Gleichzeichen ein. Achte hierbei auf die richtige Trennung und die Klammersetzung. Excel hilft dir ebenfalls, wie wir gerade gesehen haben, dabei. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Excel. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen.
Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir, bei Erfolg, dein Microsoft Excel-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.